Hallo und herzlich willkommen zurück bei Im Morgen so Schlüpper, wo wir momentan viel Spaß mit dem Vater haben. Vater! Kommt er noch? Naja, ich glaube, der Vater hat die Schnauze voll davon, dass wir ihn immer verarschen. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wo kommen wir denn hier hin? Wir befinden uns hier momentan im Vaterabschnitt. Und deswegen müssen wir ja ein bisschen gucken. Die Mutti hat gerade Sendepause, die heult nur ein bisschen im Hintergrund immer rum und sagt immer... Was genau die sagt, kann man gar nicht richtig verstehen. Aha. Das ist ja toll. Okay, können wir vielleicht, würde ich gerne mal probieren gerade. Hallo? Jetzt klettert er da nicht mehr rein? Hallo? So, will nur mal ganz was probieren. Wir legen die Flasche natürlich sanft ab. Hat sich voll gelobt mit der Flasche, das ist echt super. Okay, ich wollte einfach versuchen, die von oben runter zu werfen und gucken, ob der Vater kommt. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und hier ist natürlich auch sehr schön. Nanü. Verstehe ich nicht ganz. Das sieht so aus, als würden hier Beine liegen. Einfach nur noch Beine, wo hier irgendwas raussprudelt. Und hier fährt irgendwer mit so einem... Ist das der Weihnachtsmann mit dem roten Anzug? Ist das hier ein Auto? Ist das ein LKW? Hat der Typ hier, der Rothaarige, irgendwen überfahren, dass hier was raussprudelt? Verstehe ich nicht. So, okay, wie es aussieht, müssen wir wieder aufpassen. Ich glaube, hier ist wieder ein Federlein umtriebig. Und da drüben ist ein harter Stuhl. Ich hasse dich, Kackstuhl. Was war... Wieso schreit hier eine Maus? Und sonst ist hier gar... Toll, hat sich voll gelohnt. Haben sie einfach so einen scheiß Scarejump eingebaut mit so einem hohen Piepsen, weißt du? Quiek! Und dann fliegt dir so ein Stuhl entgegen. Ganz tolle Wurst. Also der Stuhl ist eine ganz tolle Wurst. Und ich wollte gerade schon rauslaufen, einfach wieder. Aber offenbar ist Vater in Aktion. Hey, Vater! Oh. Das ist direkt vor den Augen. Das war gerade voll der Satan-Auftritt einfach. Okay, ich glaube, wir können auch hier runter. Schön, dass hier Babyschuhe sind. Das sieht aus, als wäre hier ein Baby explodiert einfach mit dem ganzen Teer und sowas. Oder was immer das Schwarze ist, ich weiß es nicht. Tschüss! Oh.
Der kommt nicht so oft, ne? Man kann es nicht übertreiben mit dem Vater. Vater! Der geht auch immer zu der Flasche hin, egal wo man die hinwirft, und da verschwindet er dann, wie es aussieht. So, hier kann man auch rein. Kann ich dann so ein Ding hier nehmen? Sieht aus wie ein Eiscreme-Pot und dann sagen... Hm. Nein, der ist zu schwer einfach. Hm. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, der Vater hat keinen Bock mehr. Hier sind zwar noch überall Flaschen. Schön, das ist auch schön da oben. Krass. Krasses Leveldesign hier auch. Kommen wir da rein? So, offenbar müssen wir hier auch rein, wie es aussieht. Da hinten geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, aber wir kriegen es bestimmt irgendwie hin. Ich habe schon eine Ahnung, wo wir hier sind. So. Was soll ich denn sagen? Ich weiß natürlich, wo wir sind. Ich demonstriere das gerne auch mal. Wir haben gerade eine kleine Abkürzung genommen, wenn wir hier hinten lang gehen. Huch. Dann kommen wir hinter den ganzen Flaschen wieder raus. Ist die Tür zu groß? Okay, Schwein gehabt. Ich dachte gerade, der kommt auch durch die Schrank... Ich dachte gerade, der kommt auch durch die Schranktür, aber der geht echt nur bis zur Flasche, das ist ganz gut. Heieieiei, und da oben haben wir eine Bonusflasche, wie es aussieht. Kommen wir da auch ran? Nee, da kommen wir nicht ran, schade. Hätte ich gerne mal probiert, aber naja. So, hier haben wir wieder ein glückliches Kind und wir landen auf dem Regal, das wir bereits einmal gesehen haben. Den Stern haben wir ja immer noch. Und es wird Zeit, dass wir den mal langsam einsetzen. In diesem Raum waren wir bereits vor einigen Folgen und jetzt landen wir hier wieder. Hüps, auf dem Wäschesack. Hoffentlich kommt jetzt niemand. So. Und dann... landen wir auch schon in der nächsten und offenbar letzten Erinnerung. Also, die Mutter ist das größte Tier. Und die Mutti zeigt uns hier, was ein Elefant ist. Für Leute, die es noch nicht wussten, wir sind ja auch mit Bildungsauftrag unterwegs hier im Let's Play und deswegen lernt ihr hier, was ein Elefant ist. Was war das denn gerade? Achso, das war nur irgendwie was Verqueres, okay. Entschuldigung, ich muss gerade nochmal Double-Check machen. So, hier hoch und hier rüber und wir kriegen den Elefanten. We've got the final memory. Let's hurry. Wir haben die letzte Erinnerung. Und wir machen uns auf dem Weg nicht dort hinaus, da hinaus. Genau, so war das. Ach Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, das ist die Person mit dem Rock vor der Krippe. Ai, 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 ai,
Oh nein, da gehe ich noch nicht rein. Hier haben wir noch letzte Zeichnung. Bevor wir den Level verlassen, offenbar. Und auch hier sieht's wieder so aus. Guck mal, hier ist der Mann mit dem Blauen. Hier ist ein Auto. Und hier ist irgendwer im Rosanen, als ob da jemand umgefahren wurde. Und da ist noch jemand mit dem Boot oder ein Schwingbeil, ich weiß es nicht genau. Aber es sieht so aus, als wäre jemand angefahren worden. Ich weiß nicht, ob das hier der Mann ist. Oder das hier könnten wir sein oder irgendwer anders oder die Mutti. Und das könnte vielleicht unser kleines Brüderlein sein, was angefahren wurde. Ich bin mir überhaupt nicht so sicher. Ich will es natürlich auch nicht ausschließen. Bäh. Ich dachte, ich bin sicher. Ich bin kurz vor dem Levelende. Da ist der Vater, glaube ich, gerade wieder explodiert, wenn ich mich als... Okay. Geht der jetzt hier Patrouille oder ist das nur Abschrecksound? Komme ich gar nicht rein. Okay. Wir beeilen uns ein bisschen und gehen darüber zur Röhre. Wow. Was war das für ein Geräusch gerade? Der Schrei und die Schritte. Hm, egal, wir verlassen... Hallo? Wir verlassen den Level. Da unten ein schöner Stuhl. Jetzt aber... Nein! 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 Der Vater, Junge, der Vater. Da hat er uns aus der Röhre gezogen. Aber was jetzt? Au. Und ich vermute mal, unseren Bären hat's erwischt, wie es aussieht. Wir hingen gerade noch am Bären, aber alles, was blieb, ist ein Arm und die Füllung. Vielleicht war der Bär am Ende gar nicht der Böse. Vielleicht war die Mutter am Ende gar nicht die Böse, sondern der Vater. Oder beide. Und ich frage mich, ob wir jetzt im Jenseits sind und dem Licht entgegengehen müssen. Wir folgen dem Licht. Not now.
Und ist das die Mutter, die nicht will, dass wir jetzt sterben? Oh. Ich verstehe. Es ist die Mutter. Es ist die Mutter. Obwohl wir gerade gestürzt sind, obwohl wir hätten eigentlich tot sein müssen, ist es wahrscheinlich die Mutter, die einfach keine Zeit für uns hat. Und diese Mutter hat wahrscheinlich jeder dann und wann mal. Und es ist die Mutter, die zum Monster wird, wenn sie säuft. Und alles scheint ein wenig blutrot gefärbt zu sein. Das wollen wir beide nicht. Eine saufende Mutter, die ihr Baby allein lässt und es auf keinen Fall dem Vater geben will. Und sich einen Scheiß ums Kind kümmert. Das wollen wir beide nicht. Und das war unser Zuhause vor dem Umzug. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als würden wir jetzt erst noch in die vierte Erinnerung abtauchen. Und Teddy ist tot. Unser kleiner Teddy. Und oftmals scheint es so, als wären diejenigen die Bösen, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Die uns eigentlich beschützen sollten. Die eigentlich für uns da sein sollten. Ein brennendes Haus. Warum brennt das Haus? Das verstehe ich aber auch noch nicht. Ich habe immer noch ein paar Fragen. Vor allen Dingen zu den Bildern. Warum brennt das Haus? Hat das jemand angezündet? Die schwarze Figur hier, hat die das Haus hier angezündet mit den blauen Dingern drin? Das müsste ja der Vater sein, so eine Kante wie das ist. Ist der auch böse? Sind die alle böse? Tja, und das war unser Freund. Das war Teddy. Von Teddy ist uns nur noch der Arm geblieben. Und von den Erinnerungen nur noch der zugegebenermaßen sehr putzige Elefant. Ich mag den. Der Elefant ist super. Ist mit das Beste am ganzen Spiel, finde ich. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil der Elefant super ist. So. Jetzt hier drehen. So.
Tja, und da wir von Teddy nur den Arm haben. Oh. Irgendwo da draußen singt die Mutti wieder. Aber wir betreten jetzt das letzte Portal. Und wir gehen endgültig ins Licht. Und verlassen unseren Wandschrank. Und hier sind alle unsere Erinnerungsstücke nochmal abgebildet. Ist übrigens auch ein Achievement, ne? Die Kegel umwerfen ist auch ein Achievement. Tja, und wir sind wieder, man sieht es, wir sind wieder zu Hause. Aber ganz ehrlich, so wie ich das sehe, ist das hier alles nur Illusion. Das hier kann gar nicht echt sein. Weil es einfach viel zu schön ist jetzt auf einmal. Viel zu schön und die Erinnerungen, die wir da ausgegraben haben, sind viel zu grausam. Also gehört das hier einfach noch mit zum Albtraum. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und Teddy fehlt. Aha. Ist Teddy vielleicht hier drin? Nein. Können wir da rein? Nein. Naja, und sieh mal einer an. Eine Eule. Und hier liegt der Mond. Und auf den Bildern, kann man auf den Bildern was erkennen eigentlich? Würde mich mal interessieren. Da ein riesiger Pilzbaum. Da eine Schlange. Da oben, ich weiß nicht, ob das eine glückliche Familie ist. Hier ist noch irgendwie dieser schwarze Schatten dabei. Hier mit dem Teddy. Da sind ein paar Vögel, die sind auch ganz glücklich. Da auf einem Pferd und da auch wieder mit dem Teddy. Hallo? Oh. Nur glückliche Bilder. Keine bösen Bilder. Nur glückliche Bilder. Und hier stehen überall die Umzugskisten noch rum. Hier ist der Stern, den kennen wir auch noch. Allein die Melodie. Und du weißt Bescheid. Und die Eulen. Jede Menge Eulen. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind nur in einem weiteren Albtraum, wie es aussieht. Die geht gar nicht auf. Und ein Schlüssel. Und wir können nichts mehr aufnehmen von den Sachen. Vielleicht, weil wir nichts mehr davon brauchen. Und hier unten wird es sehr viel düsterer und wieder sehr viel bedrohlicher. Wir sind also definitiv nicht zu Hause. Ne Schnuffelmann! Ich bin der kleine Schnuffelmann. So.
Ein Puzzleteil. Mutter, Mutter, ich will das Bild wieder zusammensetzen. Ich will, dass alles so wird wie früher. Als du uns noch geliebt hast. Früher. Bevor all das hier begann. Und wir erinnern uns, das hier ist der Raum, wo ursprünglich alles begann. Also, ich wollte eigentlich hier hinterm Sofa langlatschen, weil hier das erste Mal dieses Viech kam, das Schwarze. Aber offenbar sind wir hier diesmal nicht alleine. Mama? Mama? Mama, wein doch nicht. Mama. 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 Und Teddy. Mama, nicht weinen. Oh Mama, oh Mama. Mama? Mama, ich bin's, dein Kind. Ein bisschen notorische Störung. Und sie hat Teddy dabei, aber wir haben den Arm nicht mehr. Teddy fehlt ein Arm und er bewegt sich nicht mehr. Teddy scheint tot zu sein. Stay away from me. Mama, es hat geklopft. Es ist der Alkohol, der Alkohol. Und man kriegt die Flaschen hier auch nicht kaputt, wie es aussieht. Na super. Sie erstmal selber gegen den Kopf wer. Und irgendwer klopft da an. Mama. Mama, nicht weinen. Nicht weinen, Mama. Ich liebe dich doch. Mama. Oh Mann, oh Mann. Und seine Sorgen ersäufen. Und es klopft immer noch und wir sind immer noch in diesem Albtraum. Oh, hier sind auch Flaschen, die wir nicht nehmen können. Mama? 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 Mama, ich dreh dir eine neue Frisur. Ich mach dir einen Wirbel. Mama. Mama. Mama, 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 guck mal. Ich tanze dir auf den Kopf rum und du merkst es nicht mal. Kinder, das passiert bei Alkohol. Hört auf zu saufen. Die Mutti hat damals mit Alkopops angefangen und das ist aus ihr geworden. Können wir uns auch hier hinlegen auf die Mama? Mama, 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 Mama.
Komm, ich massiere dich mal ein bisschen, Mutti. Yeah. Oder ich streiche dir noch ein bisschen die Haare. Oh, arme Mama. Oh. Okay, komm. Wir gehen mal runter von der Mama. Sie würde mir mehr leid tun, wenn sie nicht eigentlich selbst schuld dran wäre. Auch wenn das vielleicht mit Selbstdisziplin zu tun hat und so weiter. Und jetzt nur noch die Frage, wer hat geklopft? Dunkle schwarze Mäntel. Und uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Mama? Mama, ich gehe fort, hörst du? Mama? Schade, da kommen wir nicht mehr durch. Mama? Papa ist da. Papa wartet draußen auf mich, Mama. Wirst du alleine klarkommen, Mama? Wirst du an mich denken? Wirst du mich vermissen? Wirst du für mich da sein, wenn ich dich brauche? Wenn du magst, komme ich dich immer besuchen, Mama. Aber bitte vertrag dich wieder mit Papa und... Nicht mehr trinken, Mama. Nicht mehr trinken. Du tust allen damit weh. Und allen voran dir selbst. Das weißt du doch, Mama. Du bist doch schon groß. Du bist doch schon erwachsen. Du musst das doch wissen, Mama. Oder wissen die Erwachsenen manchmal gar nicht so richtig, was gut für sie ist und was nicht. Benehmen sich Erwachsene vielleicht manchmal auch noch wie Kinder und wirken verloren in der Welt und brauchen ein bisschen Führung und Rückhalt, Mama. Ist das so? Mama? Mama, ich liebe dich und wenn ich groß bin, dann werde ich dir helfen. Dann werde ich dein Rückhalt sein. Dann werde ich immer für dich da sein, Mama. Aber jetzt muss ich gehen, denn Papa wartet draußen. Sei nicht traurig, Mama. Ich bin bald wieder da. Ich bin bald wieder da. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Und darum muss ich jetzt gehen. Mama. Hi there, little one. Come here. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix him up. Krillbite Studios. Tja, und das war also Imongse Schlüpper. Im Schlaf oder während des Schlafes. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Krillbite Studios, also man merkt es schon, man hat es schon gemerkt, es ist natürlich kein reines Horror-Game. Es ist etwas Horror mit drin, aber nur so viel Horror, als dass ein zweijähriges Kind sich das selber oder selber so die Welt erlebt um sich rum, wenn die Mutter sich plötzlich dem Alkohol zuwendet und anfängt zu saufen und sich... Oh, hallo Tobias Günther, hier den Credits nochmal ganz kurz, hier die Bäcker. Sind das die Bäcker? Jetzt kommen die Bäcker erst, Entschuldigung. Ja, wenn die Mutter sich... dem Alkohol zuwendet, anfängt zu saufen und plötzlich ihr Kind
merkwürdig behandelt, keine Zeit mehr fürs Kind hat, lethargisch wird, keine Lust mehr darauf hat, sich ums Kind zu kümmern, mit ihren eigenen Problemen so beschäftigt ist, dass sie gar nicht merkt, dass sie selbst noch die Verantwortung für ihren Sprössling hat. Und für das Kind kommt das Ganze natürlich etwas anders rüber. Für das Kind wird die Mutter dann tatsächlich nach und nach vielleicht zum bösen Monstrum, das das Kind wegschubst und keine Liebe mehr hat und einfach nur noch von Alkohol zerfressen scheint. Von Alkohol und von Sorgen natürlich. Und sind wir mal ehrlich, Alkohol tröstet einen vielleicht für den Abend. Aber das Problem ist, die Sorgen schlafen bei dir, die Sorgen bleiben, die Sorgen sind dir treu. Von Alkohol hast du am nächsten Tag nur einen fiesen Kopf und deine Sorgen sind immer noch da. Und am nächsten Tag wieder saufen, um die Sorgen zu vergessen. Und dann säufst du jeden Tag wieder und willst immer die Sorgen vergessen, aber sie verschwinden davon ja nicht. Sie lösen sich davon nicht in Wohlgefallen auf. Du drängst sie nur kurz beiseite, aber sie holen dich immer und immer und immer wieder ein, bis du dich eben mit ihnen beschäftigst. Und das geht meistens nicht, indem man in Selbstmitleid versinkt. Das geht meistens nicht, indem man andere von sich wegschubst, sondern das geht meistens damit, dass man quasi auch sich selbst offen gegenüber mit seinen Sorgen umgeht. Sich selbst eingesteht, dass man diese Probleme hat. Guck mal, Ben Müller. Hallo, Ben Müller. Von Unwritten Tales, deswegen sage ich hallo. Man muss sich also selber mit seinen Sorgen auseinandersetzen. Man muss ein bisschen selbst reflektieren, dass man diese Sorgen hat. Und dann muss man auch den mutigen Schritt gehen und sie mit anderen zu teilen. Und zwar nicht versuchen, die einfach wegzusaufen oder mit Drogen oder sonst irgendeinem Scheiß zu vergessen, sondern... Aber ich drifte schon wieder ab. Eigentlich wollte ich ja meinen Eindruck vom Spiel vermitteln. Das Spiel, wie gesagt, ist kein Horrorspiel, sondern es ist, wie bei Krillbite üblich, auch damals mit... Wie hieß das Spiel mit der Fliege nochmal? Das war nicht The Path, ne? Ne, hier, Quatsch, wie hieß das nochmal? Du weißt, was ich meine. Das Spiel mit der Fliege war auch ein kurzes... Naja, eher eine Inszenierung. Und auch das hier war wieder eine Inszenierung. Es war ein sehr kurzes Spiel, aber halt auch eher eine Inszenierung einer Situation... In der Situation eines zweijährigen Kindes, das sich plötzlich in einer, naja, in einer verlassenen Welt wiederfindet und sich dann wohl auch die Trennung der Eltern mitbekommt und das halt alles anders aufnimmt, als du und ich das vielleicht machen würden, die wir ja schon mehr oder weniger uns mit der Situation auseinandersetzen können und das auch alles ein bisschen, naja, objektiv nicht sehen, aber... Naja, diese Dinge zumindest etwas anders verstehen, als ein kleines Kind es eventuell würde. Die Frage ist aber immer noch, hatten wir denn jetzt einen Bruder und haben sich die Eltern jetzt getrennt, weil die Mutter gesoffen hat? Oder hat die Mutter angefangen zu saufen, weil die Eltern sich getrennt haben? Hat der Vater irgendwen angefahren? Säuft der Vater oder kam der in dem Abschnitt nur, weil wir da irgendwie Flaschen rumgeschmissen haben und der aus Prinzip dann kam und die Flaschen weggeräumt hat sozusagen? Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich immer noch gefragt, ob nicht eventuell irgendwer den Bruder, ob wir nicht wirklich einen Bruder hatten, der wurde umgefahren. Oder aber ich saug mir das nur aus den Fingern und denke mir das aus. Es wäre aber im Bereich des Möglichen. Die Frage ist natürlich, wie hast du denn die Story empfunden? Was denkst du denn, wie hier alles zusammenhängt, wie sich alles auflöst und was passiert ist? Ich sag's ja ungern sowas, aber schreib's doch einfach mal in die Kommentare, diskutiert auch gerne drüber, das täte mich tatsächlich mal interessieren. Meine Meinung habe ich ja, oder mein Gutdünken habe ich ja schon ein bisschen breit getreten. Letzten Endes hoffe ich nicht, dass es nur darauf hinausläuft, dass Mutter trinkt, Vater trennt sich, holt Kind ab. Ne, oder vielleicht noch ein bisschen Streit oder sowas. Da hätte man hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen krasser inszenieren können. Und das mit der Mutter, die dann... Was war denn mit der Mutter, die sich da über diesen Dingen von der Brücke ins Wasser beugt? Und warum war die Mutter immer im Wasser? Ich verstehe jetzt, also auf dem Bild hat die Mutter ja vom Brunnen getrunken. Da hat das Kind wahrscheinlich gesehen, aha, die Mutter trinkt. Kann natürlich... Alkohol sagt dem Kind natürlich nichts, sondern sieht nur, die Mutter trinkt und verwandelt sich in dieses komische Monster. Ne, das würde das Bild erklären, wo die Mutter so ein bisschen vom Brunnen gesoffen hat. Aber trotzdem erklärt das nicht, warum die dann so aus dem Wasser steigt. Oh, die Brotdose da oben, guck mal. Das würde nicht erklären, warum die Mutter dann aus dem Fluss steigt. Die wird jetzt keine ganzen Badewannen ausgesoffen haben. Das wäre doch ein bisschen sehr strange. Ich kann es nicht so genau sagen. Und ich entschuldige mich gerne nochmal dafür, dass
es die Originalaufnahme nicht geschafft hat. Da sind noch ein paar Sachen schief gelaufen. Gut, den Bug haben wir jetzt sogar auch nachgestellt, aber wir wurden tatsächlich ein paar Mal erwischt. Vom Vater übrigens nie, aber von der Mutter. Von der Mutter in diesem Abschnitt, wo die so rumschleicht zwischen diesen Bibliotheksregalen, zwischen den Bücherregalen, da haben wir von der Mutter, ich glaube, 2-3 Mal sogar erwischt. In diesem Durchlauf zum Glück gar nicht. Wobei, eigentlich ist das schade. Oh, Facebook? Hä, Facebook ist ein Bäcker? Wusste ich gar nicht. Fishbone ist auch ein Bäcker? Das ist doch eine Klamottenmarke, eine uralte. Hm. Ich glaube, ein paar bekannte Leute sind ja auch schon unter den Bäckern. Wenn ich mich recht entsinne. Fujita. Ein paar bekannte Namen sind ja auch schon. Und ich selbst müsste, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich selbst müsste ja auch drin stehen. Aber wahrscheinlich einfach als Erik. Habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Mist. Ich guck mal kurz bei Grrr. Nur mal gucken. Nee, bei Grrr bin ich nicht. Da ist Gro Larsson und das war's. Hoffentlich als Erik. Ich weiß es. Ich habe nicht drauf geachtet. Ist aber auch nicht so wild. Hauptsache, das Spiel ist rausgekommen. Und man muss es sagen, diese Bäcker hier, ne? Also für Leute, die es nicht wissen, Bäcker sind die Leute, die bei Kickstarter ein Project backen, also ein Projekt unterstützen. Das sind die sogenannten Bäcker und das sind alles Leute, die Geld gespendet haben für die Realisierung dieses Spiels, dieses... Man muss es zugeben, es ist doch ein sehr kurzes Spiel, es ist ein sehr erzählerisches Spiel, aber ein sehr kurzes Spiel. Ein bisschen länger hätte ich mir doch schon gewünscht, muss ich zugeben. Hm. Aber ich glaube, das haben auch viele gesagt, dass es zu kurz war letzten Endes. Aber das sind die Horrorspiele ja meistens. Horrorspiele sind meistens ziemlich kurz, weil, bis auf Cry of Fear, weil du kannst diesen Skript-Horror nur eine gewisse Weise, nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, weil du musst ja immer wieder was Neues einfallen lassen, immer wieder irgendwas, was passiert. Du kannst nicht einfach 10 Level wie Slender machen, wo dann einfach so ein Typ hinter dir herläuft oder eine Mutti. Das wäre auf lange Sicht wäre das doof. Wie bei Daylight halt, wo dann aber die Hexen auftauchen. Die werden irgendwann lahm. Ist leider so. Weil man hat dann irgendwann die Strategie vielleicht ein bisschen raus. Hallo, Jo Richter. Und kann sich so ein bisschen dagegen wehren. Haben wir bei Daylight ja auch geschafft. Bei Slender weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Slender darf man ihn nur nicht angucken, aber der Typ teleportiert sich dann auch noch, der Arsch. Aber irgendwann war es halt dann auch nicht mehr so, da war es auch eher so, ach, schon wieder, ach, naja, ach, Deswegen, Cry of Fear hat es eigentlich vorgemacht. Cry of Fear ist bis heute, finde ich, das solideste Horror-Game überhaupt. Und hat auch noch eine krasse Story dahinter. Wenn du noch nicht kennst, guck dir gerne Cry of Fear an, das Let's Play. Oder lad's dir selber runter, da gibt's inzwischen auch als Standalone bei Steam. Cry of Fear, Schrei der Angst. Immer noch eins der krassesten Horror-Games, auch wenn die Grafik schon ein bisschen von gestern ist. Aber das spielt bei dem Spiel überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Wenn man erstmal drin ist, ist alles vorbei. So, Kevin. Wir sind bei Kevin. Man kann sagen, was man will, aber... Oh, hier, Klaus. Man kann sagen, was man will, aber... diese Kickstarter-Sachen, ne? Hier mit diesen Bäckern hier. Die ziehen die Credits ganz schön in die Länge, muss man feststellen. Die eigentlichen Credits 10, 20 Leute, aber dann nochmal 3 Milliarden Bäcker hinterher. Und wenn ich Bäcker sage, denke ich mal an eine Bäckerei. Ich weiß nicht warum. Die haben ein Projekt gebäckt. Gebacken. Make Shenmue 3, Sega. Ist Shenmue 3 nicht schon draußen? Shenmue? Weiß ich gar nicht. Mark Leimann. Mhm. Markus R. Mosbech, Dream Traveler. Jetzt sind die Martins hier am Durchlaufen gerade. Matrix ist auch dabei, also Neo. 10 Milliarden Matt und Matthews. Krass, wie viele Leute Matthew heißen, unfassbar. Maxwell heißen nur 2. Hm. Michaels gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Oder Michaels oder Michaels, keine Ahnung. Mighty Alien Dwarf gibt es auch nur einen. Mikael, Milk and Eggs. Und wir sind immer schon bei M, jetzt schon bei N. Das heißt, es geht nicht mehr ganz so lange. Ich muss zugeben, ich hätte mir ja ein bisschen spannendere Musik gewünscht oder ein bisschen mit cooleren Soundtrack, weil die Leute gucken sich das doch nicht an hier. Das guckt sich doch sonst niemand an, die ganzen Namen, die hier durchscrollen. Das ist doch schade für die Leute, die gespendet haben und dann einfach so
unter ferner Liefen durchrauschen. Wobei es schon cool ist, in den Credits zu stehen, muss man ja zugeben. Irgendwie ja. Wobei es in der Masse vielleicht doch ein bisschen untergeht. Rebecca. Richard. Ricky. Rob. Jetzt sind wir schon bei R. Robert. Es gibt natürlich auch 30 Milliarden. Robert Mecklenburg. Zum Beispiel, habe ich gerade gesehen. Liegt vor Pommern übrigens. Saber. Sam D. Gregory. Es wird spannend, Freunde. Es wird immer spannender. Ich bin mal gespannt auf eure Antworten, was ihr zur Story sagt. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich bin immer noch nicht so ganz schlau. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig schlau, was es jetzt mit den ganzen Sachen auf sich hat. Und ich hoffe doch, es ist etwas komplizierter als einfach nur Mutti säuft, Vater trennt sich und Ende. Das wäre ein bisschen... ein bisschen schade eigentlich. Da hätte man echt noch viel rausholen können. Wie zum Beispiel die Mutter, die sich im Fluss ertränkt. Das hätte dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Drama gegeben. Das war jetzt zwar traurig, aber weißt du schon, was ich meine, ne? The men who wear many hats. Und dann kommt die Mutter, die sich ertränkt hat wegen ihrer Sorgen, kommt dann immer wieder ans Land geschlurft. Immer zum Geburtstag ihrer Tochter kommt die Mutter wieder an Land. Das heißt, man könnte quasi ungefähr 80 Teile von dem Spiel machen. Und immer wieder kommt die Mutter an Land und immer wieder aus einer anderen Situation. Mal kriecht die aus der Badewanne, and all other backers. Ach ja, mal kriecht die aus der Badewanne, kommt jetzt noch was? Wir haben jetzt brav die Credits ausgesetzt, kommt jetzt noch was? Ja, das ist ja jetzt nicht mehr so viel. Tja, ich glaube, das war jetzt aber endgültig. Among See Sleep. Among See Sleep. Immer wenn ich Deutsch rede, ne, dieses Deutsch-Englisch-Gemisch immer. Wenn man die ganze Zeit Deutsch redet, dann sagt man natürlich Among the Sleep. Und man sagt nicht, herzlich willkommen bei Among the Sleep. The Sleep. Das mischt sich automatisch. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Und ich sage mal so, wer die Credits mit durchgeguckt hat und wer jetzt wirklich noch dabei ist, da müssen wir jetzt mal ein Codewort vereinbaren. Pass auf, wir sagen mal, das Codewort ist... alles senkrecht. Also, wenn du bis hierher geschaut hast, schreib doch mal in die Kommentare einfach alles senkrecht, damit die anderen Leute, die bis hierher geschaut haben, wissen, aha, da hat jemand auch bis hierher geschaut. Da kann man sich untereinander ein bisschen grüßen, einfach mit alles senkrecht. Und, könnt ihr gerne überall hinschreiben, ist mir auch egal. Jedenfalls ist es so ein Codewort, dann weiß man, wer bis hierhin gesehen hat und wer nicht. Und die anderen werden denken, es wäre vom Feuerwehrsimulator. Aber das wird natürlich niemand hier drunter schreiben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn wir jetzt gegen Ende doch relativ schnell durchgekommen sind. Weil ich es ja schon kannte, das war ein bisschen doof vielleicht. Und weil ich echt Glück hatte diesmal, nicht so viel Pech wie letztes Mal. Auf jeden Fall gut durchgekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Mal gucken, was da kommt. Ein paar Horror-Games stehen noch auf der Agenda und es könnte auch mal wieder ein Wimmelbild kommen und so weiter und so fort. Ihr könnt ja gerne sagen, was ihr euch als nächstes wünschen würdet. Ein Trash-Game hatten wir gerade mit dem Feuerwehrsimulator, also vielleicht mal wieder ein Wimmel oder mal gucken, was da sonst so kommt. Könnt ihr mal Bescheid sagen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein und vielen Dank fürs auch mit fürs Credits durchgucken und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es bedankt sich und winkt aus der Ferne. Euer Gronkh. Tschüss.